so viel zu früh, aber alles besser. That's because I'm non-binary and I also use they and them. Hallo, Anzeigenhauptmeister. Leute, ihr könnt doch nicht derartiges einsenden. Was sollen die Menschen denken, die zum allerersten Mal auf diesem Kanal sind? Ich glaube, diesem Einsender muss ich jetzt schon wirklich eine klare Lektion erteilen. Der junge CEO ist entzürnt, dass etwas derartiges von seiner Community eingesendet wurde, sodass er sich gezwungen sah, diesen Zuschauer mit der dicken Bertha abzuschießen. Für Fortnite! Ja, Leute, es ist wieder soweit. Du hast es mal wieder geschafft. Du bist auf dem allergeilsten Videoformat auf ganz YouTube gelandet, nämlich... CEO und das Internet! Los jetzt! Ihr habt mir über 200 Videos eingesendet, bei denen ihr der Meinung seid, ich muss die unbedingt mal gesehen haben, wie zum Beispiel... Yo! Klaus, ich isst dann zur vollen Spiele. Wow, das sah wieder mal falsch aus. Warum denken immer alle so pervers, Mann? Es gibt eine Anzeige. Aber ohne Scheiß, Leute, danke, dass ihr immer noch so fleißig mitmacht. Am Ende machen wir wirklich eiskalt die 100 Folgen noch voll, oder? Und wenn du auf dieser Reise mit dabei sein willst, dann lass jetzt ordentlich Konfetti da. Ach so, und ich habe noch zwei geile Ankündigungen für euch. Einmal gehen Hübi und ich im Oktober auf Podcast-Tour. Nein! Und zwar einmal in Berlin, dann nach Hamburg. Guten Morgen, by the way. Dann rüber nach Köln und auch nochmal in München. Hauptsache Bayern. Wir nehmen zusammen mit euch einen Podcast live auf, danach noch eine kleine FAQ-Runde und ein bisschen Meet and Greet. Also grob, wir haben einfach zusammen einen geilen Abend. Schickt einfach einer von den guten .ticket.io aus. Und damit ihr auf diesem Event auch nice eingekleidet seid, gibt's auch neuen Merch jetzt. Einmal den 500.000 Special Hoodie. Ein schlichtes, aber zeitloses Design für eure Tage. Und für diejenigen, die aber sagen, das muss mehr reinballern. Das Sakura-Design gibt's jetzt auch als Zipper. Mit dem bin ich besonders zufrieden. Alter, sieht der nicht geil aus. Disgusting! Merch sowie Podcast-Tour ist natürlich wie immer alles unten verlinkt. Okay. Okay, doch jetzt legen wir los. Eure Einsendungen, meine Reaktion darauf. Viel Spaß mit dieser neuesten Folge von CEO und das Internet. Hört doch auf! CEO und das Internet. Das bin ich. Ja, volle Zustimmung. Ja, Leute, letztens hat Plankton ein Video hochgeladen über Berufe, die es heute gar nicht mehr gibt. Und beim Anschauen dieses Videos habe ich mir nichts Böses gedacht, doch plötzlich an einer Stelle. Lumpensammler gibt es auch nicht mehr. Egal, wie doll du nach ihnen Ausschau hältst. Lumpensammler wanderten früher von Dorf zu Stadt zu Dorf und sammelten dabei alte Klamotten, um aus ihnen im Anschluss Papier herzustellen. Da sie häufig unangenehm rochen, war dieser Job nicht sonderlich hoch angesehen. Hey! Plankton, was soll denn das? Das bekommst du jetzt zurück, Mann. Ein Hurensohn im wahrsten Sinne des Wortes. Aber damit nicht genug, bei seinem neuesten Video höre ich an einer Stelle. Und weißt du, was ich da zum größten Teil meines Tages getrieben habe? Ich habe draußen gespielt. So ein geiler Mülleimer. Und als Kirsche auf der Sahnetorte sieht man nochmal bei Minute 4. Ich wollte einfach schauen, was passiert, wenn man einfach einen Haufen Ordner löscht. CEO sexy? CEO dirty? CEO gaudi? Sag mal, leck mir am Arsch, spinnt der Buh jetzt komplett oder was? Ein Hurensohn. Leute, ohne Scheiß, Punk und ich treffen uns sogar dieses Wochenende. Ich habe keine Ahnung, ob da irgendwelche Aufnahmen entstehen werden oder ob das Ganze eher privat bleibt. Aber ich freue mich drauf und ich kann ja dann mal sagen, so wie das ungefähr so war. Plankton, wie findest du eigentlich CEO? Voll geil! Gaming früher versus heute. 165 Gigabytes to download one game. A plane just hit the World Trade Center. Oha. Ich konnte gerade mal ein kleines Haus bauen. Ohne Scheiß, gebt euch mal diese geilen Lego-Konstruktionen. Wie kreativ und exakt teilweise diese ganzen Mechanismen funktionieren. Das fasziniert mich einfach. Also vor allem das hier ist wirklich total geil, einfach nur. Diese Art von Merch hätte ich eigentlich von Sepp erwartet. Gebraut aus erlesenem Malz und kristallklarem Wasser. Ein erfrischender Schluck Spandau. Das ist Knabe-Malz. Erst knackt's, dann knallt's. Knabe-Malz. Henno, das war schon immer meine Idee. Seit Jahren bekomme ich vorgeschlagen, mal Bier als Merch rauszubringen. Und ich glaube sogar, die erste Teaser-Idee gab es schon 2017 oder so. Das war so ein Werbespot, den könnte ich mal neu auflegen, oder? Kommt keiner zu mir. Zwei Worte. Ein Bier. Theo Bier, damit hat jeder seine Gaudi. Das geht besser. Also Henno, schäm dich, aber apropos Werbung. Ich habe dir mein Bestes gegeben und für euch was Ordentliches gebastelt. Okay, Agent Smith, hacken Sie das System. Geht klar.
Ach verdammt, es geht nicht. Was? Warum nicht? Sie verbergen scheinbar Ihre IP-Adresse mit CyberGhost VPN. Gut, dann lokalisieren Sie den Server. Geht nicht, es kann einer von 11.000 Servern aus 100 verschiedenen Ländern sein. Gut, dann lesen Sie halt einfach die Daten von CyberGhost aus. Auch das wird nicht möglich sein, denn CyberGhost speichert dank seiner No-Log-Policy keine Daten von Kunden. Ich meine, nicht umsonst haben die ein 5-Sterne-Ranking bei Trustpilot. Verdammt, woher haben Sie die Mittel, sich etwas derartiges zu leisten? Sir, Sie bekommen scheinbar 83% Rabatt plus 4 Monate gratis und somit zahlen Sie nur 2,03 € im Monat. Ja, okay, aber trotzdem brauchen Sie das ja für jedes Gerät einzeln. Eben nicht, mit nur einem Abo kann man 7 Geräte gleichzeitig schützen. Und die können damit auch Geoblocking umgehen und somit bei über 40 verschiedenen Streaming-Diensten auf Inhalte zugreifen, die in unserem Land gar nicht erhältlich wären. Was, dann kappen Sie die Verbindung, bevor Sie uns die neueste Folge von One Piece spoilern? Ruffy ist Darth Vaders Vater? Nein! Schütz dich jetzt mit CyberGhost VPN. Link ist in der Videobeschreibung sowie in den Kommentaren angepinnt. Okidoki. Wir tun die Menschen leid, die das Video mit Kopfhörer anhören. Leute, ich bin auch mal jemand, der sich bei Videospielen schon mal so ein bisschen aufregen kann, so ist nicht. Aber alter Schwede, als ich dieses Gameplay gesehen habe. Und gleich wieder rein, gleich wieder rein. Koka, rein mit dir. Rein mit dir! Nein, nicht raus! Rein! Koka! Na, sieh mir, was soll das? Hör auf mit dem Scheiß! Immer so schnell kann ich gar nicht zielen! Du sollst nachladen, du Idiot! Aua! 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 Ich will Schokolade, verdammt nochmal, ihr Hurensöhne! Ihr Arschwichser! Komm! Nein! Ihr macht mich verdammt nochmal nicht so sauer hier! Was zum Geier sind denn Schmungus? I'm at my girlfriend's house. Can someone tell me what these categories are? Schmungus? I'm on what? A VPN. A VPN into what? Another dimension? I married a Schmungus. What the hell is a Schmungus? What is the Schmungus among us? What the Schmungus is revenge? What? They stole my Schmungus. What? Hä, aber was sind denn jetzt die Schmangas? Ich finde, das sollte Erwähnung finden. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob ihr den Manga-Zeichner Akira gekannt habt. Aber ja, dieser war für das unglaubliche Dragon Ball-Universum bekannt. Und ich glaube, man kann schon behaupten, dass er dadurch Anime schon stark beeinflusst hat. Allein der Yu-Gi-Oh!-Manga hat ja auch so eine Ursprungs-Dragon Ball-Idee. Aber auch die Kämpfe, die Darstellung von Power, das erkennt man ja dann immer wieder aus anderen Animes auch wieder. Also an der Stelle auch eine Verbeugung von mir an Akira. Der hat mir wirklich damals eine saugeile Kindheit beschert. Ui, man konnte damals schon One Piece kaufen für 9 deutsche Mark und 95 Penny. One Piece! Star Wars hatte ich anders in Erinnerung. I am your father. The fuck you mean, I am your dad. The fuck does that even mean, What does that even mean? Princess Leia is your sister. I am your father. You are my son! You're not my dad, nuh-uh! The fuck does that even mean? What do you mean, Luke, I am your father. Your mother was Padme Amidala, Senator of Naboo, also my wife. Nuh-uh, she wasn't! The fuck do you mean, She was my wife! She's also your mother! Was? Aber okay, wenn wir schon mal bei Star Wars sind. Die Kommentare unter diesem Video. Immer wenn es um Krieg geht, sind am Ende weniger vorhanden. Und es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und ich habe die Absicht, der Sieger zu sein. Alter, wie kann man nur so scheiße gruselig sein? Die Musik wurde nicht reingebastelt, die läuft immer in seiner Gegenwart, aber niemand weiß, woher sie kommen. Der Bösewicht, wenn er zum ersten Mal zum Protagonisten spricht. Gib dem Mann eine Katze und einen Drehsessel. Voll geil! Beim ersten Mal bin ich fast gestorben vor Lachen. Bist du TikToker? Ja. Mama, gib den Handy kurz. Wie heißt du bei TikTok? Ich heiße N-I-E-K und dann Beats. Mario? So wie bei Fortnite, der Name. Nein, bei TikTok. Ja, so wie bei Fortnite. Wie heißt du? Ich heiße bei TikTok so wie in Fortnite. Gubi Fortnite? Nick Beats! Nick Beats! Also bei mir steht nur Gib Fortnite und Gabi Fortnite. Du kannst dich nur für eine Seite entscheiden. Wähle weise. Nick Beats! Und lass dich nicht provozieren, wenn die andere Seite eine andere Seite. Ich heiße nicht Gubi Fortnite!
Mit langes I? The First Avenger, Nick Beats vs. Gooby Fortnite. Oha. Hier nochmal ein Dankeschön an CyberGhost für die Kooperation. Wenn ihr eure Daten schützen und auf Streaming-Angeboten im Ausland zugreifen wollt, dann klickt jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und checkt CyberGhost VPN aus. Es gibt eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie und einen 24/7-Support komplett auf Deutsch. Also könnt ihr ohne Probleme CyberGhost VPN risikofrei testen. Danke fürs Zuschauen, ihr Gurken. Euer CEO. Das ist Twitchy, Twitch, sorry.